Topfgucker TV empfiehlt. Wir bereiten jetzt ein weiteres Baguette zu. Darauf befindet sich Walnusspesto, die wir selber machen. Als erstes Walnüsse, Pinienkerne, 2 Löffel von dem geriebenen Parmesankäse, ein bisschen Pfeffer und Salz. Also das geht auch wirklich ganz einfach zum selber machen. Olivenöl, ganz, ganz wichtig, damit es auch wirklich eine Pesto wird, weil sonst haben wir da einen trockenen Brei drin. Richtig schön eintränken damit. Und dann wird das Ganze mit dem Pürierstab püriert, so dass wir dort eine richtige, schöne, cremige Masse haben. Das macht dem Alessio richtig viel Spaß, wenn der Pesto zubereiten kann. Der Scamorza. Das ist ein Mozzarella, ein italienisch geräucherter Mozzarella-Käse. Und bei uns wird er noch gegrillt, deswegen hat er jetzt auch gerade die Pfanne auf den Herd gestellt. Der wird jetzt in Scheiben geschnitten und darin schön angegrillt. Das ist halt eben auch mal was anderes, kein typisches Baguette Caprese, wie man es so kennt, mit Tomate und Mozzarella. Also der Scamorza ist schon wirklich eine gute Alternative, auch geschmacklich gesehen. Okay, die Pfanne, sagt Alessio mir gerade, muss wirklich richtig heiß sein, damit der auch richtig schön angegrillt wird, der Scamorza. Der wird jetzt in Mehl gewendet. Da bekommt er wie so eine kleine Panade. Wichtig, in die Pfanne kein Öl. Das legt man so rein. Braucht man auch gar nicht so lange anbraten. Wirklich nur ganz kurz auf beiden Seiten. Oh, das sieht schon sehr lecker aus. Und riechen tut das erst. Frischen Rucola-Salat. Den gibt es auch noch dazu, mit auf das Fisel. Jetzt wird der Käse zerteilt, genau, damit er auch auf unser Baguette passt und nicht rechts und links dann runterhängt und die Hälfte von dem Scamorza auf dem Teller landet statt auf dem Baguette. Frischer Rucola kommt jetzt oben drauf und unsere selber gemachte Walnusspesto. Und dann schön da oben drauf verteilen. Die Dekoration darf natürlich auch nicht fehlen. Ein kleiner gemischter Salat. Und fertig ist unser Baguette mit Walnusspesto, Scamorza, Rucola-Salat und eine Tomatenblume. Und jetzt wünsche ich guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte mit der Topfgucker TV-App in deinem Store oder unter www.topfgucker-tv.de.